Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf Aquadicted, unserem und eurem Aquaristikkanal. Und im heutigen Video beschäftigen wir uns mal, wir hatten das schon lange vor und jetzt tun wir es endlich, mit Ferienfischfutter und Wochenendfischfutter. Und deswegen wünschen wir euch jetzt viel Spaß im Video und nichts weiter. Willkommen im Home-Shopping-Kanal. Ja, seitdem ich diese Produkte verwende, ist mein Leben viel besser geworden als früher. Da war alles grau und jetzt ist alles bunt. Seitdem kannst du unbesorgt in den Urlaub fahren. Ja, und ihr auch. Ja. Wir haben jetzt 3 Jahre Kanalgeburtstag gefeiert, oder? 3 Jahre? Im Februar, ja. Am 18. Februar. Am 18. Februar. Und wir haben vom ersten Tag an irgendwie darüber philosophiert, wir müssen mal was über Ferienfischfutter machen. Und haben es irgendwie 3 Jahre nicht auf die Reihe gekriegt. Und also, jetzt ist typisch für unseren Kanal. Typisch Aquadicted, ja. Warum ist denn heute kein Video draußen über Einbaulampen und Paarwert? Weil das noch gedreht werden muss zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, genau. Ja, da gab es ein paar Komplikationen und ja, ihr musstet jetzt 2 Wochen lang ohne ein Video ausharren, aber es gab zumindest nicht so eine lange Sommerpause wie letztes Jahr. Eigentlich gar keine. Wir haben mal Urlaub gemacht, mehr oder weniger. Produktionsurlaub. Genau. Wir haben fleißig gefilmt und viele, viele tolle Sachen, aber darum geht es heute nicht, denn diese Highlights, die sparen wir uns noch ein bisschen auf. Heute geht es um das Ferienfischfutter. Ja, wie gesagt, 3 Jahre wollten wir es machen und jetzt ist es soweit, jetzt ist Sommer und wir haben Anfang des Endes der Aquaristiksaison gesagt, jetzt kommt irgendwann mal der Sommer, wir müssen jetzt unbedingt mal was über Futterautomaten machen und Ferienfischfutter und damit beginnen wir heute, also mit dem Ferienfischfutter. Und ja, möchtest du jetzt noch ein paar Worte vorab verlieren, bevor wir hier schon wieder ins Material einsteigen? Oder? Nö. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Alles gesagt. Gut. Und jetzt bin ich gespannt auf Ferienfischfutter. Da hat sich ja einiges die letzten Jahre getan. Ich kann mich erinnern, dass wir früher 2 Produkte hatten. Einmal ein Wochenendfutter und einmal ein Ferienfischfutter. Das Ferienfischfutter war nur das Wochenendfutter in groß. Genau. Das waren einmal 4 solche kleinen Knubbel, also wie so eine Halbkugel. Ja. Und in weiß, das war das Wochenend. Und das Urlaub, das war ein ganz großer, wie so ein halber Tennisball. Die sahen auch aus wie so Muscheln, ne? Ja. Das gab es auch mal. Genau. Das hat sich einiges getan und ich würde euch sagen, wir stellen euch jetzt mal ein paar Sachen vor. Wir stellen euch das gegenüber und zeigen euch noch eine Neuheit. Du hast es ja gerade schon angesprochen, diese klassischen weißen Muscheln oder Würfelchen oder Klumpen, wie auch immer die Dinger aussahen, die gibt es heute noch. Und zwar habe ich die jetzt mal exemplarisch mitgebracht. Also wir haben jetzt hier Ferienfischfutter von Stella Böhme Ludwigshafen. Wir haben Tetra und wir haben was ganz Neues von Dupla. Und da kommen wir aber zum Schluss dazu. Und du hast jetzt eigentlich noch eins da, was jetzt gerade nicht da ist, ne? Von Sera. Von Sera, ja, leider. Eigentlich sind wir auch ein bisschen spät, weil du hast es gerade schon gesagt, wir sind ja schon in der Ferienzeit. Aber es ist Anfang Juli, also ich denke mal, da kommt noch ein bisschen was und deswegen, das Video wird ja jetzt bald kommen. Aber wir haben ja bis jetzt schon immer irgendwie ein bisschen sommerlichen Content gemacht, nämlich wenn wir jetzt einmal bei der Wärmeperiode im Jahr sind. Wir haben schon ein Video über Kühlaggregate gemacht. Lüfter. Über Lüfter. Also über allerlei Sommer. Relevante Sachen, genau. Und jetzt ist es halt das Ferienfischfutter. Wir haben auch schon richtig geilen Sommer-Content gemacht, aber wie gesagt, den gibt es später. Als allererstes, ich möchte jetzt bei all diesen Futtersorten nicht unbedingt auf die inhaltliche Vollwertigkeit eingehen. Denn es geht jetzt hier um eine Lösung für ein paar Tage, bis zu 1-2 Wochen. Und das, was drin ist, wird von den Fischen mit Sicherheit gefressen und wird auch akzeptiert. Es ist halt so, ihr wisst es ja, wir haben schon mehrere Videos über Futter gemacht. Wir haben unsere Favoriten an Herstellern und wir haben auch unsere Lieblingssorten. Das Ding ist halt nur, dass nicht jeder Hersteller ein Futter macht, also ein Ferienfischfutter. Und wir jetzt mit dem, was wir hier haben, arbeiten müssen. Und deswegen braucht man jetzt, glaube ich, bei 2-3 Tagen oder selbst bei 1-2 Wochen nicht unbedingt darauf zu achten, ob das jetzt nun unbedingt so inhaltlich das perfekte, ideale Futter ist oder ob es vergleichbar ist mit dem, was man sonst füttert. Wenn ihr das möchtet, dann wartet auf das nächste Video zum Futterautomaten. Dann könnt ihr bei euren Sorten bleiben. Wenn ihr aber nur mal was zum Improvisieren braucht und ihr fahrt jetzt nicht regelmäßig weg, ist das trotzdem völlig okay. Und es ist auch nichts für Spezialisten. Wenn nein, ihr jetzt Fische habt, die Nahrungsspezialisten sind,
Also ein Elefantenbrüsselfisch wird nicht an so einen Kalziumblock gehen. Wahrscheinlich. Und ein Kugelfisch wahrscheinlich auch nicht. Da wird es aber auch mit dem Futterautomaten schwierig. Da brauchst du eine Vertretung. Genau. Also hier steht jetzt nur mal inhaltlich ganz kurz Getreide, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse. Also das ist jetzt nicht genau aufgeschlüsselt. Es steht auch nicht genau drauf, was von wem, wie viel. Da ist es eher so, je nach Vorliebe. Das habe ich letztens gefragt. Ja. Ich habe letztens mal so die Vertreter der Fischfutterindustrie gefragt, warum denn dann keine Deklaration mittlerweile wie im Hundefutter drauf ist. Wie viel Anteil, die Verpackung ist so klein. Passt nicht drauf. Ja, das ist halt durch diese multilinguale Verpackung mittlerweile, ist es ein bisschen schwierig, das alles abzubilden. Es gibt aber Ideen, das vielleicht mit einem QR-Code zu versehen, dass man online dann, also die haben dann nicht zu verheimlichen, ganz im Gegenteil. Also wenn man da anruft und fragt, wird man es wahrscheinlich auch erfahren. Ja. Aber es liegt wohl an der Verpackung. Vielleicht steht es ja sogar auf der Website, das kann ich dazu nicht sagen. So, jetzt erstmal dazu. Das sieht ja wirklich aus wie eben hier selbst eingepackt. Ja. Also das sind diese vier. Also das ist kein Kalk in dem Sinne, also es scheint schon irgendwas, also für mich sieht es so aus wie Kreide. Mhm. Also wie genau, ist jetzt hier nicht erklärt, aber das ist irgendeine, ja, wie eine Gips- oder Kreidevariante, eine Form, in der das gebunden ist. Und zwar ist das normales Fischfutter, was da halt drin gebunden ist. Und diese kleinen Würfelchen lösen sich halt langsam auf. JBL gibt jetzt an, dass ein so ein Würfel für 3 Tage bei 10 bis 15 Fischen reicht. 4 Stück sind drin. Natürlich kommt es darauf an, wie groß eure Fische sind, was die fressen. Also generell bei allen Futtersorten, wenn ihr jetzt in den Urlaub fahren wollt oder übers Wochenende weg und ihr kauft euch das, dann kauft es bitte nicht einen Tag, bevor ihr losfahrt und testet es auch nicht erst dann, wenn ihr losfahrt, sondern probiert es vorher schon mal mit so einem halben Würfel beispielsweise aus und schaut, fressen denn eure Fische daheim im Aquarium, die Menge, die ihr habt, ist vielleicht eine andere, als jemand anders hat, fressen die das, in welcher Zeit, wie viel und so weiter und so fort, dann könnt ihr das ausprobieren. Also 4 Stück sind hier drin und 3 Tage 10 bis 15 Fische, also so dieses klassische 60er Becken mit ein paar kleinen Fischen ist schon okay. Man muss jetzt halt immer schauen, welche Arten habt ihr drin. Also wie gesagt, keine Futterspezialisten, nichts Spezielles. Ich würde jetzt sagen, prädestiniert dafür wären jetzt Lebengebärne zum Beispiel, die immer gerne mal überall so rumzupfen. Ja. Und ich denke, die gehen da auch dauerhaft dran. Barben auf jeden Fall. Barben, Panzerwälze werden da wahrscheinlich auch sehr aktiv dran sein. Das ist der große Klotz. Ja. Ja, das also sieht wirklich aus wie Gips. Also es löst sich auch. Gips, wenn er einmal fest ist, löst sich natürlich nicht mehr so einfach im Wasser. Also wie genau, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Wenn ich es rauskriege, blende ich es jetzt ein. Genau, blende es mal ein. Hätten wir uns darauf vorbereitet, wären wir ja nicht aquadiktet. Genau, genau. Ihr wisst ja, ein bisschen Improvisieren ist mit dabei. Lustig ist, dass ich von all diesen Sorten hier bis jetzt eigentlich nur 2-mal selbst ausprobiert habe, weil das bei uns im Laden gar kein Thema ist. Und ich hatte früher mal eine Urlaubsvertretung. Wie sieht es denn mit dir aus? Hast du das alles mal getestet? Oder? Die Gelwürfel. Also diese Gel, also das von Tetra, kommen wir gleich dazu. Das habe ich wirklich schon verwendet und das funktioniert auch sehr gut, ohne dass es Probleme gibt. Okay, gibt es immer unterschiedliche Erfahrungen. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu Tetra. Die klassische Variante vom Tetra-Ferienfischfutter ist das Weekend-Futter. Das gibt es, also beides glaube ich ziemlich gleich lang, aber ich bilde mir ein, das gab es eher. Mhm. Denn das sind Würstchen. Ja. Also sieht wirklich aus wie... Sieht aus wie dein Filtermaterial. Ja. Ist Bio-Home. Also das sind diese Würstchen hier und da sind drin, wie viele sind hier drin? 2, 4, 6, 8, 10, 20 Stück. 2, 4, 6, 8, 10. Genau, 20 Stück. Bei Tetra ist es so, die haben mehrere Sorten, aber bei diesen Würstchen hier, das Weekend-Futter, das ist im Endeffekt vergleichbar mit dem. Das ist für die kurze Verweildauer der Abwesenheit. So, und da geben die zum Beispiel an, bei 40 bis 70 Litern, 8 bis 18 Fischer. 2 bis 3 Tage oder 4 bis 6 Tage, wenn man 1 oder 2 Sticks füttert. Hat man jetzt ein größeres Becken, 70 bis 100, dann sind es halt 19, wie auch immer man auf diese Zahlen kommt, 19 bis 29 Stück. Und da kann man 2 bis 3 oder 4 bis 6 Tage wegfahren, wenn man 2 bis 4 Sticks füttert und so weiter. Nun ist es halt so, wie ich gerade eben schon gesagt habe, dass jedes Aquarium anders ist und jede Fischmenge ist anders und die Fischgröße ist anders. Wenn ihr das probieren wollt, so sage ich meinen Leuten hier im Laden immer, oder bei mir im Laden, nicht bei dir, aber ihr werdet es wahrscheinlich nicht anders machen, dass das einfach sinnvoll ist, mal vorher so ein Würstchen ins Aquarium zu schmeißen, um einfach zu schauen, ja, wie gierig gehen die Fische drauf? Wie wird es denn überhaupt akzeptiert? Wie schnell dauert es oder wie lange dauert es, bis das gefressen ist? Das habe ich schon mal hier im Laden ausprobiert. Das ist wirklich nur für die kurzen Zeitabstände. Und jetzt steht hier eben auch
30 und mehr Fische 4 bis 6 Tage. Also das scheint dann das Limit zu sein. Dann sind es aber auch schon 4 bis 8 Sticks. Also das ist ja einfach mal die doppelte Menge. Deswegen probiert das vorher aus, schmeißt mal eins rein. Und was ist denn die Faunaugenbund, was hast du mit 30 Zentimeter? Der frisst die ganze Tüte wahrscheinlich in 10 Sekunden weg. Okay. Also für den ist es vielleicht auch nicht so sinnvoll, das zu nehmen. Jetzt nehmen wir mal im Vergleich dazu das Holiday, und das kam dann übrigens noch ein bisschen später. Also das ist in meinen Augen dasselbe Futter, nur ist hier noch was drin, was da nicht drin ist. Also das ist ein Gelfutter in beiden Fällen, und hier sind Daphnien drin, also Wasserflöhe, und hier ist drin Krill, Pellets und Daphnien. Also im Endeffekt ist das Menü ja die gepimpte Variante von dem. Okay. Ich habe das mal probiert im Laden, und zwar hatte ich das bei meinen Goldfischen. Hat's geschmeckt? Ach so, bei den Goldfischen. Ja, bei den Goldfischen, ich selber nicht. Es sah jetzt auch nicht so lecker aus, muss ich sagen. Also vielleicht, ich habe mal die Produktion gesehen. Von dem? Ja, das war bei Tetra. Das war ein eigener Raum oder eine eigene Halle. Ja. Und das wurde schon noch mit menschlicher Unterstützung produziert, weil das nicht so einfach ist, maschinell irgendwie abzufüllen oder herzustellen. Lustig ist, das sieht auf der Verpackung, also auf dieser Alufolie, genauso aus wie der Inhalt. Ja, das ist ja auch der Grund. Warum ist das so? Damit niemand mit dem Finger da reingiegelt und guckt, wie es aussieht. Oder im Laden aufzieht. Oder aufzieht und dann sagt, ach, das ist doch nichts. Das ist der Grund, warum wir die ganzen Futterhersteller auch auf diese transparenten Folien, Folien oben. Das ist so wirklich sehr häufig passiert, dass die Leute, es sind zwar immer Produktabbildungen drauf, das seht ihr auch hier. Ja. Da sieht man halt die kleinen Würste immer noch mal in echt, aber es ist halt sehr klein. Also wenn man nicht genau im Laden jetzt die Verpackung studiert, kann ich schon verstehen, dass die Leute das vielleicht nicht so... Ja, aber sie sollen trotzdem nicht mit dem Finger da reinpuppeln oder die Asiette aufziehen. Und deswegen, ja, guckt ihr jetzt dieses Video. Das müssten wir mal mit einem Danone-Joghurt oder irgendeinem anderen Joghurt in der Kaffee auch mal machen. Genau. Aufziehen machen. Na, nee, Kiwi ist nicht so das, was ich genau. möchte. Genau, nimm den anderen. Ja. Das ist relativ viel, würde ich mal sagen. Das ist vergleichbar mit so einer, im Hotel gibt es doch immer diese für den Aufstrich. Ja. Oder Marmelade, Marmelade oder sowas. Genau, sowas, gibt es ja immer diese kleinen Dinger. Also das sind jetzt muss ich nochmal gucken, 30 Gramm. Das ist schon relativ viel. Das Ding liegt auch schwer in der Hand. Hast du schon gesagt, wie lange das reicht, dieser Block? Nein, noch nicht. Und zwar gibt Tetra an bis 14 Tage. Wir haben 7 Tage, einen halben Block. Und 7 bis 14 Tage ein Block. So, und jetzt gibt es aber immer noch den Unterschied. 60er Becken, 60 bis 120, 120 bis 200 Liter Becken. Und je nachdem, wie viele Fische dann da drin sind und wie lange man wegbleibt, so viele Blocks muss man da reinschmeißen. Jetzt ist hier die minimale Menge ein halber und die maximale Menge 3. Jetzt wollte ich gerade noch sagen, ich habe das mal probiert und habe das bei den Goldfischen reingeschmissen. Also mir erschien das sehr, sehr, sehr reichhaltig und auch sehr viel, was da drin war. Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, ins 200 Liter Becken bei gut 20 bis 50 Fischer. Einfach austesten. Das muss man austesten. Das kann ich nicht beurteilen. Also das kommt immer darauf an, welche Fische es auch sind. Wie gesagt, bei Faunen auch ein Buntbarschen, um wieder zu dem Beispiel zurückzukommen. Na, da vielleicht reicht dann einer für einen halben Tag. Aber das ist ja jetzt auch nicht die Norm. Für einen Kurzurlaub. Für einen Städtetrip. Für einen Städtetrip. In der eigenen Stadt. Zum Einkaufen. Genau. Neues holen. Ja, wie gesagt, das und das ist eigentlich vergleichbar, nur dass hier halt, wie gesagt, Pellets noch drin sind und Wasserflöhe und Krill. Und hier sind es halt Wasserflöhe und eben dieses Flockenfutter. Also das ist, du hast es schon gesagt, in der Produktion, das ist auf einer Gelbasis. Und es behält auch die Form. Also ich habe festgestellt damals, als die ganzen Goldfische da drauf gestürzt sind, das hat schon ein bisschen getrübt. Wie sind so deine Erfahrungen damit? Und wie sah dein Aquarium aus? Gut. Also nicht trüb? Nein. Gut, die Fische auch alle nicht so, sondern normal. Das war schon in Ordnung. Genau. Also das war für mich das Plausibelste. Ich habe so einen Block wirklich noch nicht verwendet. Und die Kunden kaufen das immer wieder nach. Und es ist ein sehr beliebtes Produkt. Deswegen funktioniert das wirklich auch gut. Sonst würden die Leute das ja nicht als Alternative doch immer noch dem vorziehen zum Beispiel. Und, aber ich war damit jetzt gar nicht so unzufrieden. Ich habe immer das Gefühl, es gibt so eine Fanbase, die irgendwie immer wieder die Teile kaufen wollen. Ja. Und dann gibt's, ich bitte ja auch meine Kunden im Laden immer, Feedback zu geben. Ja. Sag dann auch mal, wenn ihr wiederkommt, sagt mal, wie es war. Irgendwie macht das immer selten jemand oder gar nicht. Aber das ist ja auch für uns interessant, denn es ist ja so, wir haben nicht alle Produkte im Laden permanent selbst in Verwendung. Brauchen wir ja auch nicht. Wie gesagt, Ferienfischfutter ist jetzt für uns eher uninteressant.
Aber es ist auch für uns immer wieder wichtig zu wissen, wie kommt das an? Was wird am meisten akzeptiert? Was wird am ehesten? Was wird am schlechtesten akzeptiert? Denn dann bestehen wir ja irgendwo auch, oder unser Sortiment besteht ja auch irgendwo auf der Grundlage, dass wir die Sachen auch verkaufen. Und wir wollen natürlich nicht irgendeinen Schrott verkaufen, sondern nur das, was wir halt gut finden oder eben die Kunden gut finden. So, jetzt kommen wir zur Neuheit. Und ja, das Serum mussten wir jetzt leider überspringen lassen. Mit was ist das jetzt vergleichbar? Na, eigentlich mit gar keinen. Das sieht aus wie eine Futtertablette. Diese rosanen. Diese Onip? Nee, nicht Onip, sondern was war das? Viformo? Viformo sind diese Linsen. Diese Linsen, ja. Mhm. Wie die für die Schmerlen, so die früher mal rötlich waren. Jetzt ist hier alles nicht, keine Farbstoffe mehr drin. Mhm. Aber so ein bisschen sahen die aus. Und festgepresst, oder? Genau. So richtig fest. Ja. Okay, ja, wie gesagt, haben wir leider nicht da. Deswegen müsst ihr jetzt mit dem Bild Vorliebe nehmen. Ja. Nun ganz frisch. Und zwar so frisch, dass wir das eigentlich noch gar nicht im Sortiment haben, weil zu dem Zeitpunkt, als mir unsere liebe... Soll ich die Aquaranlage wieder anmachen oder geht's erstmal weiter? Nee, mach sie mal wieder an. So, da bin ich wieder und da ist auch wieder das Licht. Also, ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, ganz frisch, ganz neu im Sortiment. Dazu muss ich jetzt ganz kurz ausholen. Die Interzoo ist ja noch nicht lange her. Wir waren zu unserer Schande leider nicht wirklich auf dem Stand von Dupla und Hobby, denn die hatten einige coole neue Sachen. Jeden Tag 50 Mal dran vorbeigelaufen. Immer gesehen. Ja, du warst ja länger da als ich. Immer wieder gesehen, aber ich hatte nie Zeit. Ich war immer, das war ja Halle 1, glaube ich. Und da musste ich immer zu anderen Ständen relativ schnell vor Ort sein. Und da bin ich immer nur vorbeigerannt, habe gesagt, Hobby musst du noch machen, aber leider nein. Ja, und jetzt war unsere liebe Hobby-Außendienstlerin, die schon so lange in dieser Firma ist, wie wir im Zoohandel arbeiten. Ich kenne die noch aus der Lehre. Ja, die war bei mir im Laden und wie gesagt, die Interzoo ist noch nicht so lange her. Ich habe hier auch schon den Neuheitenkatalog, also für uns Händler. Und da sind jetzt ein paar Sachen drin. Ich muss jetzt diesen Katalog zur Hand nehmen, weil ich das jetzt alles nicht live hier habe und euch zeigen kann. Wir testen das jetzt hier live für euch. Genau, wir testen das live für euch, aber dazu muss ich nochmal... Live nicht, aber... Wir testen es jetzt. On demand. Und zwar, Dupla hat jetzt 4 neue Futtersorten. Und sie hat mir das vorgestellt, sie hat mir das auch alles gezeigt im Laden, konnte mir aber nicht alles da lassen. Und ich bin ihr aber sehr, sehr dankbar, dass sie mir was da lassen konnte. Und zwar das Ferien- und dieses Weekend-Futter. Denn zu diesem Zeitpunkt, jetzt können wir das noch gar nicht bestellen, weil das noch so neu ist und jetzt erst frisch kommt. Also wahrscheinlich zu dem ungefähren Zeitpunkt, wenn das Video kommt, müsste es dann auch verfügbar sein, sowohl für uns als auch für die anderen Zoohandlungen. Und ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz, was es hier Neues gibt. Und zwar ist es eine Firma in Frankreich, die produziert das für Dupla. Das ist auch ein Gelfutter, aber das hat es wohl in dieser Form noch gar nicht gegeben. Es gibt 2 Sorten. Und zwar gibt es einmal für die Pflanzenfresser und einmal eher für die Karnivoren, also die fleischfressenden Fische. Und das Pflanzenfutter ist mit Hanf und Spirulina. Und das andere, also Bugs und Proteins, das ist halt ein Insektenprotein, was da drin ist. Da ist aber ein Fadenfisch drauf. Das sieht, das ist ein Fadenfisch und das ist ein Regenbogenfisch. Also aber irgendwie ein schöner roter Bösemann, ne? Es ist so, dass das, wie gesagt, als Hauptfutter so verkauft wird. Dazu kann ich jetzt wenig sagen. Jetzt haben wir hier aber 2 andere Sorten. Und zwar ist das, jetzt hängt hier der ganze Kies drin, ne? Ist das so eine Mischung aus beidem, weil das ist jetzt nicht rein pflanzlich und auch nicht rein tierisch. Ich finde, das sieht lustig aus. So ein bisschen wie so Kaffeebohnen, oder? Mhm. Ja. Und ich habe das auch. Praline. Oder so. Und das sind die Dinger in groß. Ihr seht schon, das ist jetzt hier komplett unangebrochen. Ich habe das bis zum heutigen Tag jetzt bei mir liegen lassen im Laden. Also die Sachen habe ich jetzt schon bekommen vor 1,5 Wochen. Und ich wollte es auch nicht testen vorher. Das wollten wir jetzt zusammen machen. Und es ist, wie gesagt, so neu, dass wir es noch gar nicht regulär bestellen können. Also seht das jetzt nicht als Review, sondern wir schauen uns das jetzt erstmal an. Eher wie ein Unboxing. Eher wie ein Unboxing, genau. Wir schauen uns das jetzt zusammen an mit euch. Ganz kurz zum Inhalt davon. Also das steht zwar auch im Katalog, aber ich kann es ja hier nochmal schnell ablesen. Und zwar haben die hier drin Insektenmehl, auch Hermetia, Daphnien, Krabben, Garnelenmehl, Spirulina, Insektenmehl, Bierhefe, Insektenöl, das ist auch eine interessante Zutat, Insektenöl. Mhm. Johannisbrotgummi, Kaliumsorbat und noch ein paar andere minimale Zusätze. Im Endeffekt sind viele, viele Inhaltsstoffe drin, die wir alle schon mal im Genauen erklärt haben in unserer Trockenfutterreihe. Als wir die Serafischfutter wie Bierhefe, warum ist Bierhefe drin? Genau, dann stimmt. Einfach unter dem i gucken und dann werdet ihr schon wissen, warum jetzt Getreide jetzt nicht der Teufel ist, der in Fischfutter sein kann. Und warum da jetzt Bierhefe drin ist, wo es doch im Amazonasgebiet, wo selten Bierhefe in dem Vielleicht haben die ja auch eine Brautradition und davon wissen wir gar nichts in Manaus oder so. Weizenmehl muss ich aber dazu sagen, 2,25%. Steht das auch ist weit jetzt nicht unten viel. In der Liste. Ja, also das sind diese kleinen Kaffeebohnen und
Was die Reichweite angeht, hier steht es vorne schon schön drauf. Also 5 bis 10 Fische, ein so ein Teil für 6 Tage. Das sagt Dupla. Und bei dem Holiday-Futter 5 bis 10 Fische, ein von diesen Teilen 14 Tage. Also eine Woche, 2 Wochen. Interessant ist, also laut Angabe unserer Außendienstlerin, dass es in dem Moment, wo es gefressen wird, für den Fisch verfügbar ist und sich dann auch löst, weil er knabbert es ja ab. Aber wenn die Fische aufhören zu fressen, weil sie jetzt gerade keinen Bock mehr drauf haben oder keinen Hunger. Das Licht geht aus. Das Licht geht aus? Nein. Ach so. Das Licht im Aquarium geht aus. Dann nachts werden ja dann... dann werden sie, genau, wenn man jetzt nicht so viele Wälse drin hat. Ja. Und die werden nachts jetzt nicht an dem Ding fressen, aber nachts kann sich das ja schön zersetzen. Und das tut's wohl nicht. Das tut es nicht, genau das wollte ich damit sagen. Also die Panzerwälze werden sicherlich schon gerne nachts dran rumfressen oder Amano-Garnelen. Ja, das hat ja aber nicht jeder Panzerwälze. Nein, das stimmt, das stimmt. Aber Amano-Garnelen sind sowieso 24/7 wach. Die schlafen eigentlich nie. So, die werden, glaube ich, auch zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn sie Hunger haben, dran rumfressen. Genau. Die wechseln sich nur ab. Genau. Die Teile lösen sich nur auf, wenn sie gefressen werden und sonst behalten sie die Form. Und es geben wohl auch, das sagt der Hersteller, sie geben kein Futter und generell auch keine Nährstoffe ans Wasser ab. Und das finde ich eine sehr interessante Sache. Und das könnte mein persönlicher neuer Favorit werden, wenn sich das denn jetzt bewahrheitet oder generell erstmal in der Praxis zeigt, dass das funktioniert. Also Empfehlung, also im Sinne von Empfehlung, neuer Favorit. Denn wie gesagt, ich im Laden selbst nutze das nicht und du sicherlich auch nicht. Mehr so zu Vorführzwecken. Finde ich interessant. Wir sind ja Sonntag immer in den Läden. Wir können, dann können wir auch füttern. Wir müssen ja nicht mal einen Tag überbrücken. Nein, also meistens kriegen die Fische bei mir 7 Tage die Woche, aber ein Tag Pause ist nicht schlimm. Nee. Die Frage kam letztens auch. Muss denn wenn man jetzt eine Woche wegfährt, muss denn der Fisch gefüttert werden? Ja, die Frage hat man, glaube ich, schon mal beantwortet. Mhm. Es wäre unseriös, jetzt zu sagen ja oder nein. Weil das kommt drauf an. Du kannst jetzt den Jungfisch nicht vergleichen mit dem Ausgewachsenen, der nicht mehr wächst und nicht mehr so viel Energie braucht. Der braucht nur so viel Energie, um sich zu erhalten. Und die kann er auch speichern. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel viele Skalarzüchter, die, wenn jetzt keine Brutzeit ist, die Fische dann auch mit ballaststoffreichen Futter füttern. Nicht so viel Protein und Fett. Genau. Einfach, weil sonst die Gefahr der Überfettung. Genau, genau. Bestimmt. Und ein Fisch, der im Wachstum ist, der verbrennt das ja oder lagert es ein und deswegen braucht der mehr. Also generell würde ich jetzt mal sagen, das kann man nicht für jeden gleich beantworten. Also Jungfische... Geht auf Nummer sicher, macht's einfach. Macht's und probiert das einfach mal aus. Ihr müsst ja jetzt nicht unbedingt sagen, okay, ich werde das jetzt hier ständig und immer und alle Varianten zu Hause haben, aber ihr habt jetzt mal einen Überblick bekommen. Und wie gesagt, wir probieren das ja jetzt hier auch aus. Da könnt ihr euch dann selber entscheiden, was für euch am plausibelsten klingt, denn das ist ja eigentlich immer der Sinn unserer Videos. Wir wollen ja nicht, missionieren und sagen, ihr müsst dieses Produkt kaufen, sondern wir stellen euch einfach vor, was wir eh haben. Und dann könnt ihr euch dann aus dem Gesagten rausfiltern, was für euch vielleicht zutrifft. Ich würde bis zum jetzigen Zeitpunkt sagen, das ist jetzt so anders als die vergleichbaren Sorten, dass es wirklich ein neuer Favorit werden könnte. Das müssen wir aber erstmal ausprobieren und da kann ich jetzt eben noch keine Langzeiterfahrung sagen. Ihr könnt wahrscheinlich auch in die Kommentare noch keine Langzeiterfahrung schreiben, aber wenn ihr es dann mal probiert habt, das Video bleibt ja online, dann schreibt uns doch gerne mal, nicht nur zu dem, sondern auch zu den anderen Sorten, mal eure Erfahrungen und Meinungen und ja, eure Erfahrungen vor allen Dingen mal mit rein, wie das bei euch funktioniert denn immer? Also welches wenn ihr das benutzt, welches... Benutzt ihr, wenn ihr in Urlaub fahrt? Genau. Ich glaube nicht, der wenigste, also wenn einmal das gut gelaufen ist, wird er beim nächsten Mal nicht irgendein anderes Produkt nehmen, sondern könnt der wird wahrscheinlich dann wieder auf das, also wenn ihr jetzt schon häufiger in Urlaub gefahren seid und eins dieser Produkte verwendet habt, dann sagt uns doch mal ein Feedback. Ihr könnt aber auch, wollte ich gerade noch sagen, auch was anderes natürlich mit reinschreiben, wenn wir jetzt hier eine Sorte nicht gezeigt haben. Das ist auch okay. Aber wir können euch ja nur zeigen, was wir so bisher haben. Es ist eigentlich fast alles, auch wenn das jetzt hier vielleicht nur 3 Firmen sind oder 2. Ja. Jetzt, das ist ja eine neue, oder nicht neu, aber die haben es ja jetzt neu. Mhm. Eigentlich aufgebaut, gut, das Sarah jetzt noch mit der Tablette. Ja. Aber das hier, das könnten wir euch jetzt noch von 1 Dutzend anderen Firmen, das hat sogar Firmen wie Trixi, die... Die haben die Muscheln, glaube ich. Genau, also das hat ja sogar jeder Großhändler von einem anderen Label nochmal, das könnte stellvertretend für ganz... Eigenmarke oder genau, so. Genau, stellvertretend für ganz viele andere, die diese Blockform haben. Aber die unterschiedlichen Darreichungsformen haben wir, glaube ich, jetzt alle abgefrühstückt. Zumindest das, was gängig ist, was wir so kennen. Genau. Also lasst uns gerne mal wissen, wie eure Erfahrungen dazu sind und ob ihr Favoriten habt oder nicht. Das ist eine ziemlich spannende Geschichte und vielleicht auch für uns noch mal was Neues dabei. Und vor allen Dingen, wie lange reicht das bei euch? Sind diese Angaben realistisch, die da draufstehen? Ist es jetzt untertrieben? Ist es übertrieben? Ja, was sind eure Erfahrungen? Lasst es uns mal wissen und schreibt es unten rein. Ja, und nun, nachdem ihr
gehört und auch gesehen habt, wie diese unterschiedlichen Futtersorten aussehen und sich so im Aquarium verhalten und alle Informationen jetzt hoffentlich habt, die euch da interessieren könnten, entlassen wir euch jetzt aus diesem Video. Wir sagen euch danke euch, uns, danke euch fürs Zuschauen von uns. Also es ist schon wieder spät, ich bin durch. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Wir sagen danke für eure Kommentare schon mal im Voraus. Und wir sehen uns. Aktivieren der Glocke. Ja, und das die Daumen Like da lassen und das Abonnieren. Und, genau. Und immer fleißig schauen und uns so treu sein. Aber wir wissen, ihr seid ein tolles, sehr treues Publikum und eine sehr coole Community. Also das Niveau in den Kommentaren ist auch immer sehr, sehr hoch. Wir haben euch jetzt auch kennengelernt. Ja. An mehreren Stationen, sei es die Interzoo, sei es eine Veranstaltung hier im Laden, ein Sommerfest. Also das, die Resonanz überwältigt uns immer wieder. Eben. Und die scheint ehrlich und echt zu sein. Und deswegen, wir bleiben auch ehrlich und echt, so wie auch in diesem Video heute wieder. Hier wird nichts gefaked. Wir wollen es auch nur wissen und testen und euch dran teilhaben lassen. Deswegen, das war's zum Thema Ferienfutter und Wochenendfutter. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Ja. Nee, erzähl nur weiter. Ach so, ich dachte, du wolltest mich jetzt unterbrechen. Nein. Okay, wir sagen danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und ja, alles das schon Gesagte. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video. Bis dahin. Schönen Urlaub. Ciao.